Ich habe über 1000 Euro in Glitzerkleider investiert. Was? 1000 Euro? Ich habe wirklich über 1000 Euro in all diese Klamotten investiert. Ich habe keine Ahnung, warum ich diese Kacke gemacht habe. In der Schule war ich so ein bisschen girly-girly unterwegs. Und ich wollte immer auf dem roten Teppich sein. Aber früher gab es halt nie so eine Möglichkeit. Wann ziehst du als normale Person ein Glitzerkleid an? Nie. Leon macht jeden Tag. Leon, außer Leon. Was zum Fick, das stimmt überhaupt nicht. Ich habe 1000 Euro in Glitzerkleider investiert und die werden jetzt anprobiert. Von dir. Oder? Hoffe ich doch. Sonst war es nicht abgesprochen. Und falls ihr diese Glitzerkleider gewinnen wollt, auf Instagram werde ich die nächste Woche jeden Tag eins verlosen. What the fuck? Das ist echt Bollywood. Mein Gott! Es ist so flapperig. Das Kleid ist übertrieben schwer, muss ich sagen. Also es ist richtig qualitativ schwer. Ja, ich mag meine Glitzerkleider auch schwer. Wie hässlich ist auch Spaß. Ich find's okay. Wie viel hat's gekostet? Der Preis wird hier eingeblendet. Ich habe keine Ahnung. Das war auf jeden Fall, ich würde sagen, 200 Euro. What the fuck? 150? Du siehst aus wie so eine 14-Jährige, die noch nie in einem Club war und ihre älteren Freundinnen sagen so, okay, kommst du heute Abend, zieh ich hübsch an. Und sie denkt sich so, okay. Und dann reise ich aber die Blicke von den ganzen 18-Jährigen auf mich, die eigentlich keine 18-Jährigen kriegen können, sondern nur noch 14-Jährige. Du siehst aus wie in so Filmen, wenn so die Hässliche auf einmal so ein Makeover kriegt und dann so voll gut ausschaut. War schon ungefähr so. Ja, mach eine Transition. She's just in the background. And she says, I wish that I could be like the cool kids. Ungefähr so. Meine Boobs sehen so gut aus. Falls ihr dieses Kleid nice findet, ich werde alle diese Kleider nächste Woche auf Instagram verlosen. Also viel Glück. Könnt ihr bitte folgen? Wie würdet ihr mal Instagram beschreiben? Viele Titten, Brüste. Ja. Oh, das passt schon. Das sehe ich schon eher auf dem roten Teppich. Echt? Echt? Die Farbe passt zu meinem Look, aber nicht zu meinem Charakter. Oder? Was würdest du dem geben, Leon? Ich sag, das letzte ist eine 5 von 10 und das ist dann eine 4 von 10. Eine 4 und eine 5 von 10. Oh mein Gott, ich wollte... Ich weiß ja nicht, was noch kommt. Ich muss ja nach oben rum Platz halten. Wie viele Disco-Balls geben wir für dieses Kleid? 2 große. Aber meine Boobs sehen gut aus. Ey, wisst ihr, wie viele Männer zu mir kommen und irgendwie sagen, oh mein Gott, Sofluf, ich liebe deine TikToks. Ich liebe alles, was du trägst. Oh mein Gott, Sofluf, ich liebe deine TikToks. Und die denken dann, wärst du voll Fangirl-mäßig. Und jedes Mal denke ich mir so... Ja, ich weiß, warum du die liebst. Weißt du, wie wir hier sitzen? Wie beim Angeln. So richtig, die zwei Typen, die so auf dem Boot sitzen, nichts zu reden haben, so mit so einem Bier in der Hand. Ja, ne? Das ist es. Oh mein Gott, der Fisch ist angekommen. Der Fisch ist angekommen. Ich finde, ich sehe irgendwas aus zwischen einer türkischen Großmutter, einer Gottesanbeterin und Superman. Das ist das Beste. Lady Gaga wird es so machen. True! Oh mein Gott, das ist so Kanye West. Jetzt geh mal bei der Tür rein und mach so Red Carpet mäßig. Oh mein Gott, hier, sauf und auf! Hier! Sicher, dass es funktioniert und nicht so, oh mein Gott, wer ist das? Scheiße! Oh mein Gott, mir ist so heiß darunter. Puh. Es könnte aber auch gleichzeitig irgendwie so Oprah sein. Was? Ich weiß auch nicht. Oprah? Nee, das muss dann, wenn dann schon so sein. Ja, mach das bitte nie wieder. Oh mein Gott, war das crazy. Na, 4 mit Schal, 6 mit Flügelchen, 10 als Kim K Edition. Männergeschmäcker sind so falsch. Ich liebe es. Es ist so schön. Oh, es ist so eine Handmassage vor allem. Oh mein Gott! Das ist so eine Handmassage! Leon, das ist wie mein Hund! Für mich wie so ein Disco-Ball. Aber es ist schön. Ganz ehrlich, das ist das perfekte Kleid für irgendeiner meiner Followerinnen, die ihren 16. oder 18. Geburtstag feiert. Und deswegen werde ich dann einen von euch verlosen. Folgt mir auf Instagram, wenn ihr dieses wunderschöne Kleid hier gewinnen wollt. Ich glaube, es war fucking teuer. 8 von 10. Das ist schon toll. Ich habe den größten Fehlkauf aller Zeiten gemacht. Den größten Fehlkauf aller Zeiten? Oh mein Gott, die... What the fuck? Boah, das ist das eine, scheiße aus. Das ist eine Strumpfhose mit Glitzersteinen drauf. Was ist hinten los? Was ist hinten los? Das ist mit Abstand das Beste.
was ich je gesehen habe. Ich hätte nicht gedacht, dass es sowas Hässliches gibt. What the fuck? Warum haben die das gemacht? Damit man meinen Arsch nicht sieht. Ja, aber vorne rum ist alles okay, oder was? What the fuck? Das ist halt wirklich ein Kleid. Ich habe ein BH drunter, okay? Man kann nichts sehen. Aber eigentlich darf man darunter kein BH anziehen, sondern die Steine sind der BH. Genauso wie hier und... Alter, ich zeige dich übrigens gerade in Unterwäsche, ne? Hinten haben die einfach einen Lachs draufgeklebt. Es sieht aus, als hättest du dich gehäutet. Es sieht so schlimm aus. Auf Aces sah es wirklich nicht schlecht aus. Kannst du das Bild einblenden, wie es online aussieht? Ja, mache ich. Hier. Oh mein Gott, können wir dem Kleid einen Namen geben? Ich will davon in 3 Monaten noch reden. Fred. Weißt du, was das für ein Kleid ist? Ha? Sorry. Das ist so ein Kleid, was Kim Kardashian auf so einer fetten Gala anzieht, einfach weil sie weiß, dass danach alle darüber reden. True. Wenn du smart bist, ziehst du das an. Da müssen wir drüber reden. Jeder ist ruhig, weil jeder sich denkt, fuck, Mike hat actually den Point. Nein, Leute, bevor ich damit rausgehen würde, würde ich mich erschießen. Aber gewinnt es auf meinem Instagram-Kanal. Einer von euch will diesen Schmuck. Hallo! Ich will die Person sehen, die sich jetzt denkt, stimmt, ich würde mich auch erschießen, aber ich will es trotzdem gewinnen. Es ist ein tolles Teil, qualitativ hochwertig. Es sind so Strasssteine hier vorne, auch vorne bedeckt. Hinten ist da was ganz Exquisites. Es ist so vorne, oh, hinten, hinten. Das Kleid ist voller Überraschungen. Mhm. Ja. Next! Das ist das Beste von mir. Ja, allen. Das ist das Beste. Obwohl das eigentlich gar nicht meine Farbe ist, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es so subtle schön ist. Ich sag's dir, ich werde Designer wie Kanye. Es ist das halt, ist ein Kleid! Ja, aber das Ding ist, es passt farblich. Es hat halt was. Also, wenn ich Designer wäre. Willst du mir ihr Gesicht verdecken? Na, ich sag, wenn ich Designer wäre, ich würde alle Models so am Laufsteg lassen, weil das ist halt, das sieht fucking spacey aus. Stell dir vor, sie geht so am Runway. Also jetzt sieht es halt nicht gerade so. Man muss Leute, ich finde es wunderschön. Ich fühle mich wie so eine Elfe. Wieso machen Elfen nicht, ne? Next! Ich habe einfach Glitzer überall an meinem ganzen Körper. Das ist aber ein Ganzkörperanzug. Oh, stimmt. Also es ist einfach, ich habe in meinem ganzen Körper, in jeder Ritze, überall Yo, Glitzer. Oh mein Gott, hallo Hannah Montana. You get the best of both worlds. Ja. Es ist ein Bühnenoutfit. Ich muss auf die Bühne damit. Überall öffnen sich Hautschuppen und alles, es ist einfach schmerzhaft. Aber ihr könnt es bei mir auf Instagram gewinnen. Toll. Seid ihr bereit? Ja. Eigentlich habe ich Kurven, aber in dem Kleid habe ich so... Leon, was sagst du zu dem Kleid? Ja, ich gebe es 3 von 10. Designer Mike? Ich müsste es mit Maske sehen. Alles in allem würde ich sagen, das Rosa ist mein Fave. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt den gerne da einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, folgt mir auf Instagram, denn da werde ich alle Kleider an euch verlosen. 369 girls wanna drink wine. Tell the man not to waste your time. If the man broke, the man here joke. Bei 10.000 Likes probieren Leon und ich auch eins an.